Matchball, wenn du jetzt verkackst. Matchball. Ich habe auch Matchball hier. Warte. Fuck. Es war das Testament oder es war, dass die in der Wohnung sind. Weil das Ding ist aus dem Grunde asozial, weil wenn sie weiß, sie wollen das Testament, sie ruft dann auf jeden Fall ihren Freund an und sagt, ey, die sind da drin. Und ja, sie braucht im Prinzip nur zu wissen, dass sie das Testament haben wollen und dann weiß sie schon, wo sie sind. Und jetzt weiß ich nicht, was sie gesagt hat, was der Bob gesagt hat. Das ist mein Problem. Und deswegen bin ich am Überlegen. Ich sag dazu jetzt gar nichts, weil sonst heißt wieder, ich würde dich in die Irre führen. Genau, das war eben, das war alles entscheidend hier. Was sag ich denn jetzt? Was sagt die Münze denn? Frag mal die mal. Die sagt... Ach so, die sagt das, ja. Das auch. Was sagt ihr? Ja, super. Ach man, ich kann mich nicht entscheiden. Ich meine, die fragt doch, wie wollt ihr der armen Frau denn helfen? Wir wollen ihr helfen, wir müssen das Testament holen, sagen, und dann sagt er, wo sind Justus und Peter jetzt? Ja, es ist hier mit der Wohnung das. Ja, was denn? Ich habe hier zwei Sachen. Mrs. Franklins Haus oder Arztpraxis? Ja, Mrs. Franklins Haus, nicht die Arztpraxis. TT, ich krieg meinen Matchball, danke. Es war, sie müssen schnell das Testament finden. Mann! Damit weiß sie theoretisch sofort, wo die sind. Ja, ich sag ja, entweder das oder... Tja, jetzt kommt meine Achterfrage. Verschissener Fünfer hier, ey. Okay, komm, mach die Vierer ab. Moment, wo ist sie denn? Ach da. Was sagt der insgesamt dritte Anrufer, der bei den drei Fragezeichen anruft? Ist es A, wegbleiben, B, zu Hause bleiben, C, fernbleiben oder D, nicht hingehen? Der dritte Anrufer. Insgesamt der Folge oder? Insgesamt. Der erste, der anruft, ist Alfred Hitchcock. Der zweite, der Anruf, legt direkt auf und der dritte sagt wegbleiben. Ja, damit hast du gewonnen, ey. Ja? Ja! Geil! Er sagt wegbleiben, wegbleiben! Wo denn wegbleiben? Vom Gespensterschloss! Geil. Ja, genau, ey! Ja! Aber wir machen trotzdem die letzten zwei Fragen noch durch für die Vollständigkeit. Ja, klar. So, Mann! Boah, krasse Kiste. Aber klar, dass ich hier ablupe. Alles nur, weil du... Ah, ist knapp ausgegangen dann, wenn überhaupt, werden wir ja sehen. Jetzt die fünfte Frage, die ist nicht wirklich schwer im Grunde, da habe ich mich ein bisschen verarscht selber. Wann meldete sich Mrs. Holligans Schwester das erste Mal? Am 19. Juli, zwei Monate nach dem Tod. Am 18. Juli, zwei Monate nach dem Tod. Am 18. Juli, ein Monat nach dem Tod. Am 19. Juli, drei Monate nach dem Tod. Eben so ist es nie einfach, woher soll ich denn das wissen? Weil das... Ja... Das ist am 19. Juli natürlich. Die kam zweimal drin vor. Ah, echt? Ja, einmal in A und einmal in D. 19. Juli zwei Monate und einmal nach drei Monaten nach dem Tod. Ja, natürlich drei. Oh, du hast jetzt aber voll in den Sand gesetzt. Scheiße. Warst auch voll auf der richtigen... Fährte mit 19. Juli, weil es stimmt im Grunde aber zwei Monate nach dem Tod. Das sagen sie insgesamt viermal in dieser Scheißfolge. Ja, siehst du, und da habe ich nicht gehört, die Firma. Ich kann das nur, wenn die das einmal sagen. Das heißt, aktuell ist TTs Stand 54 Punkte. Ja, wir brauchen nicht ausrechnen. Und ich möchte meine Zehnerfrage bitte noch. Ach so, die möchtest du noch haben. Ja. Was benötigt Mr. Hitchcock? Ein Spukschloss, ein Gespensterschloss. Ein Geisterschloss, ein Schloss mit übernatürlichen Bewohnern. Ein Spukschloss. Ja, ist richtig. Wow, nice. Hast du schön gemacht. Gratuliere.
Dankeschön, ich gratuliere dir auch. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass du so viel Wissen über die drei hast, auf jeden Fall. Ja. Ich habe knapp gewonnen mit 77 zu 54 Punkten. So knapp, ja. Das ist knapp normalerweise, weil ich hätte eigentlich gedacht, ich erreiche mehr Punkte. Wenn man sich jetzt diese Bilanz anguckt, sieht schon krass aus. Dein Problem war halt leider, dass du bei Stimmen aus dem Nichts nicht die völligen Punkte gerissen hast, aber dafür in dem Rest relativ gut abgeschnitten hast im Vergleich zu mir. Ja. Der ja fast alles hier verkackt hat. Ich habe da ja einen richtig roten Block in der Mitte. Damit ist der Gewinner, steht der Gewinner fest. Kaiser Katana hat gewonnen. Hat gewonnen, das finde ich echt cool. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Es hat auf jeden Fall ultra Spaß gemacht. Es ist echt wir eine auch. Sache. Können wir auf jeden Fall nochmal wiederholen. Es ist echt geil gelaufen. Werden wir nochmal machen. Auf jeden Fall. Cool. Dann würde ich erstmal sagen, weil wir noch 30 Sekunden haben, ich bedanke mich bei dir für dieses geile Battle. Und ja, ich mich auch bei dir. War echt cool. Also 77 zu 54 Punkten. Echt gute Geschichte. Hat richtig Spaß gemacht. Und man hätte erreichen können, Moment, das sage ich noch, 30, 60. 105. Ja, 105 halt. Okay, Kaiser und TT, over and out, Leute. Bye, bye. Ciao.